Wir beide, Oskar, für immer. Von Bjarne Reuter. Musik: Andreas Schäfer und Roland Platz. Hörspielbearbeitung und Regie: Klaus Prangenberg. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir Löwen können in der Nacht Bilder sehen. Aus aller Welt. Die spiegeln sich am Himmel. Und jetzt sehe ich diesen kleinen Jungen da. Oh je, er geht so schwer. So schwer. Muss ich wohl. Ich hoffe, du hast einen Regenschirm oder wenigstens Gummistiefel. Denn heute gießt es hier in Strömen. Alle Häuser weinen und die Laternen schniefen und die Rinnsteine rülpsen. Hoppla, Entschuldigung. Hey, hör mal. Hörst du das? Aha, das ist Max. Die Schule ist gerade zu Ende. Mann, wie der läuft. Man könnte glatt glauben, er würde verfolgt. Der Kiosk. Ah, verstehe. So viel Zeit muss sein. Ah, der Max. Für 1 Euro Salzlakritz, bitte. Hallo, Max. Hallo. Sag mal, was ist denn? Wirst du verfolgt? Ja, nein. Woher wissen Sie? Ich meine, ach, wieso? Er glaubt übrigens wirklich, dass er verfolgt wird. Du machst irgendwie so einen gehetzten Eindruck. Ach so, das. Das ist der Stress. Nur der Stress. Frau, kann ich jetzt bitte meine Salzlakritz? Ich hab's ein bisschen eilig. Hier, bitte. Danke. Tschüss. Sind gut für die Nerven, wissen Sie? Ach so, ja, dann. Ausdauer. Ausdauer ist alles. Wie siehst du denn aus, Junge? Du bist ja total durchgeweicht. Es regnet und ich bin den ganzen Weg gerannt. Da wird man weniger nass. Aber ich hab's geschafft. Das ist das Wichtigste. Wirst du denn nie größer, Max? Doch, bestimmt, Mama. Bestimmt. Habt ihr neue Buchstaben heute gelernt? Ja, ich glaube schon. Ja, wie, du glaubst nur. Passt du denn gar nicht auf, Max? Buchstaben sind wichtig, sehr wichtig. Ja, das weiß ich doch. Ich glaube, wir haben das Ö gelernt. Das Ö? Das Ö, wie ein Löwe. Jetzt kommst du hoffentlich nicht wieder mit dieser Geschichte. Aber es sind doch keine Geschichten. Er steht jeden Tag da, wenn ich aus der Schule komme. Und eines Tages schaffe ich es nicht. Dann fängt er mich und frisst mich. Das weiß ich. Max, dieses Löwengerede muss von heute ab aufhören. Ja, du hast gut reden. Hinter dir ist er ja schließlich nicht her. Aber Max, ein Löwe. Ich verstehe dich nicht. Du bist doch ein begabter Junge. Ich verstehe dich einfach nicht. Was sagen eigentlich die anderen Kinder? Denen habe ich davon nichts gesagt. Warum sollte ich ihnen Angst machen? Stell dir vor, sie geraten in Panik. Das ist aber wirklich sehr nett von dir. Es ist ein männlicher Löwe. Er ist riesengroß. Vielleicht wohnt er oben im Park. Nee. Tu ich nicht. Der Rest stimmt aber haargenau. Löwen wohnen in Afrika, Max. In Afrika. Ja, oder auch im Zoo. Ja, ich weiß.
Und wenn man mit dem Bus nach Afrika fahren will, dann muss man mindestens 20 Streifenkarten kaufen. Aber warum erzählst du das mir? Erzähl das dem Löwen. Das ist das Unangenehme an den Eltern. Sie begreifen überhaupt nichts. Man könnte glauben, dass sie sich überhaupt nicht für einen interessieren. Wenn ich doch bloß einen Bruder oder eine Schwester hätte, ich bin kein bisschen entlastet. Aber ich bin ja ganz allein. Willst du noch ein Salzlakritz? Benny geht in dieselbe Klasse wie Max. Auch er mag Salzlakritz. Außerdem hat sie eine äußerst geheimnisvolle Krankheit. Ich glaube nicht, dass ich noch lange zu leben habe. Vielleicht halte ich nicht mal mehr bis Karneval durch, Max. Ich spüre es. Weißt du übrigens, wo du begraben werden willst? Das kommt auf meine Eltern an. Denn die müssen das ja schließlich finanzieren. Finanzieren? Benny kennt viele große Wörter. Die schreibt er sich immer auf, wenn seine Eltern die Nachrichten sehen. Was mir am meisten Kummer macht, ist unser Arzt. Der ist einfach unmöglich. Mein Papa sagt, dass Ärzte viele Jahre in die Schule gehen und das medizinische Handbuch auswendig können. Trotzdem behauptet er, dass ich gesund und munter bin. Vielleicht ist er ja gar kein Arzt. Vielleicht. Ich finde, sein Kittel ist irgendwie seltsam. Es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn du oben auf dem Fußballplatz begraben würdest. Hm? Weil du doch so gut Fußball spielst, meine ich. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass man Fußball spielen kann, wenn mitten auf dem Platz ein großer Grabstein steht. Ja, stimmt auch wieder. Benny. Ja? Und es geschieht genau an diesem Nachmittag im Februar, auf der grünen Bank in strömendem Regen, dass er Benny von mir erzählt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Deine Krankheit oder mein Löwe. Vielleicht ist es auch egal. Wir kratzen beide ab. Dann können wir uns ja oben im Himmel treffen. Verlass dich da nicht drauf. Denk doch dran, dass ich im Löwenmagen zu Hackfleisch verarbeitet worden bin. Kannst du dir einen Hackfleischkloß mit Flügeln vorstellen? Später an diesem Abend, als Max mit seinen Eltern die Nachrichten im Fernsehen gesehen hat, wird er wie immer ins Bett gesteckt. Geht's gut in der Schule? Ich finde, es geht super. Na, das ist prima, mein Junge. Schlaf jetzt, kleiner Mann. Du lässt doch das Licht brennen, ja? Max, du bist 7 Jahre alt. Und wenn man 7 ist, ist man großer Junge. Und große Jungen schlafen nicht bei Licht. Aber ich mag nicht im Dunkeln schlafen. Nachts gehen die Löwen auf Jagd. Hast du das gewusst, Papa? Ja, das ist mir bekannt, Max. Mir ist aber auch bekannt, dass die Löwen in Afrika in der Savanne bleiben. Normalerweise. Normalerweise. Außerdem, mein Sohn, musst du auch die Stromrechnung bedenken, ja? Also schlaf jetzt. Ach so, ja. Gute Nacht, Max. Gute Nacht. Jetzt machen Sie es sich gemütlich. Oh mein Gott, war das. Vielleicht ist das Wohnzimmer ja von der Stromrechnung ausgenommen. Schön warm. Ob der Löwe da draußen friert? Was ist denn das da? Unten im Bett? Ich muss das Licht anmachen. Hilfe! Ich muss das Licht anmachen, unbedingt. Dann mach's doch an. Aber pass mit deinem Zeh auf, das kitzelt so. Vielleicht bin ich ja verrückt geworden. Da verliert man den Verstand, hat Papa gesagt. Und am Ende wird man eingesperrt und dann sitzt man da wie ein Ölgötze und redet Stuss und streckt die Zunge heraus. Oder vielleicht träume ich das alles? Dann kneif dich doch einfach mal. Au! Wieso? Kannst du denn sprechen? Ich meine, Löwen können doch nicht sprechen. Wer behauptet das? Mein Lehrer sagt. Meine Mama und mein Papa sagen, dass ihr, dass du, dass Löwen in Afrika wohnen. Ja,
das stimmt auch. Einige von uns. Aber ich bin anders, verstehst du? Ich hatte, wie soll ich sagen, dieses Leben satt. Tag aus, Tag ein, immer wieder dasselbe. Die Zebras wurden zum ewigen Einerlei. Die Zebras wurden zum ewigen Einerlei? Ja, das sagte ich doch, oder? Die sehen alle gleich aus, wenn man sich das richtig überlegt. Und wenn man erst ein Zebra kennt, dann kennt man alle. Damit kann man doch seine Jugend nicht vergeuden. Und du? Ich meine, du frisst keine Milch. Hey, nun beruhig dich erst mal. Und sag mir, wie du heißt. Ich heiße Max. Oh, da sieht man's mal wieder. Ja, und ich heiße Francesco Aribaldi Simbaleone. Nach meinem Großpapa, der Willi hieß. Aber du kannst mich Oskar nennen. Oskar? Oskar. Aber das ist vielleicht zu kompliziert für dich? Nein, nein, gar nicht. Oskar, magst du eigentlich Salzlakritz? Salzlakritz? Ja, so runde schwarze Dinger mit Zucker. Sind gut für die Nerven. Hier auf dem Nachttisch liegen... Ach, diese fünf Dinger waren Salzlakritzen? Nee, ich hatte noch genau vier hier auf dem Nachttisch. Fünf. Das letzte hat allerdings anders geschmeckt als die anderen. Ich bin sicher, da lagen vier Lakritzen und mein Radiergummi. Der ist auch rund. Hm. Ach so. Was? Du hast recht, es waren wohl doch fünf. Das Problem ist nur, dass ich immer noch Hunger habe. Jetzt ist es soweit. Jetzt frisst er mich. Zuerst ein Schwätzchen und dann speisen wir. Jetzt kann ich vier Salzlakritz mit einem Radiergummi Gesellschaft leisten. Jetzt kratze ich ab. Hackfleisch mit Flügeln. Sag mal, kannst du nicht was Essbares besorgen? Was? Na, was habt ihr denn heute Abend zu Abend gefressen? Gefressen? Ja, euer Abendfressen. War? Ach so, ja, Abendessen. Da hatten wir... Ja, was hatten wir denn da? Ich glaube, wir hatten Frikadellen, aber ungewürzt. Alle aufgefressen? Vielleicht sind noch ein paar übrig. Nun kannst du nicht zwei kleine für Oskar holen gehen? Natürlich, natürlich, Oskar. Wenn du nur hier bleibst. Ich weiß nicht so recht, ob meine Eltern verstehen würden, dass... Mach jetzt einfach, dass du wegkommst, Max. Ich bleib so lange hier. Bist du das, Max? Ja, was machst du denn da um Himmels Willen? Ich hatte plötzlich wieder Kohldampf. Max, wir essen bei den Mahlzeiten. Aber ich habe so schrecklichen Hunger. Na gut, dann mache ich dir ein Käsebrot. Ja, aber ich habe wirklich schrecklichen Hunger. Na gut, dann nimm dir halt eine. Ja, aber ich habe... Ich glaube, ich könnte sie allesamt auffressen. Max! Entschuldigung, auf Essen. Bitte, Mama. Ja, na gut. Danke, Mama. Ich komme gute Nacht sagen, wenn du aufgegessen hast. Das ist eigentlich nicht nötig. Denn ich schlafe garantiert sofort ein. Was ist? Gab's Probleme? Nein, bloß fanden meine Eltern, dass ich bei den Mahlzeiten essen soll. Ja, ja, mit dem Essen gibt es immer Scherereien. Bitte sehr. Was ist das denn? Was denn? Ja, was da oben drauf liegt. Das sind Zwiebeln. Die kannst du vergessen. Ich esse nämlich keine Zwiebeln. Aber Zwiebeln schmecken doch tierisch gut. Und sind total gesund. Sieh mich an, Max. Sieh dir doch nur mal meine Zähne an. Hey, ich, das kann man wohl gerade nicht behaupten. Du musst versuchen zu begreifen, dass wir Löwen da unten unsere Gazellen auch nicht mit Salz oder Pfeffer bestreuen oder mit Zwiebeln.
Natürlich, Oskar. Das begreife ich sehr gut. Wäre ja auch viel zu umständlich. Ich kann die Zwiebeln sofort abholen, wenn du willst. Ja. Na, richtig satt macht das ja auch nicht. Aber morgen werden wir das in Ordnung bringen. Sag mal, wer ist der Alte da? Der Alte? Ach, du meinst das Bild, das ich an die Decke gehängt habe. Dann kann ich ihn im Bett immer angucken, weißt du? Ja, ja. Aber wer ist das? Das ist Galilei. Ist das dein Papa? Nein. Galilei war ein berühmter Sterngucker. Er hat entdeckt, dass sich die Erde bewegt, nicht die Sonne. Die anderen hielten ihn für verrückt und steckten ihn ins Gefängnis. Ja, Gott steh mir bei. Und das soll eine Leistung sein. Wir Tiere wissen das schon seit Jahrtausenden. Oh nein, meine Mama! Schnell, Oskar, wir müssen dich verstecken. Aber wo? Wo bloß? Im Schrank, schnell! Schnell, da rein! Willst du wirklich, dass ich mich da drin verstecke? Ja, ja, schnell! Sag mal, was ist denn hier los? Nichts, wieso? Ich bin sicher, ich hab doch was gehört. Was denn? Oh nein, der Schwanz. Was? Ich meine, oh nein, wie schwach ist mir vor Müdigkeit. Ach, mach doch das Licht aus, wenn du gehst. Es ist schöner, wenn es dunkler ist. Und wir müssen auch noch an die Stromrechnung denken. Hast du wieder bös geträumt, Max? Ja, ein bisschen. Gute Nacht, schlaf gut, Kuckucks, Papa. War das etwa wieder der Löwe? Löwe? Nein, wieso? Wieso kommst du gerade auf den Löwen? Also Max, wirklich, du müsstest hier auch mal wieder aufräumen. Man kann ja kaum noch treten. Och nö, ist das etwa das Auto, das du zu Weihnachten bekommen hast? Ja. Gute Nacht, Mama. Schlaf gut. Ja, für was in aller Welt ist denn dieses dicke Seil hier? Seil? Oh ja, Seil. Das ist so ein neues Spieldings. Ich hab's von Benny, geliehen. Ein was? Ein Spieldings? Ja, was macht man denn damit? Und dann hat es noch so einen Troddel hier am Ende. Komisch. Ja, man schwingt es herum und, herumreibt. Es fühlt sich so warm an. Woraus ist denn das eigentlich gemacht, Max? Das Kitzeln. Du hast mich damit gekitzelt. Mama, ich bin wirklich todmüde. Na gut, dann schlaf gut, kleiner Schatz. Das eine sag ich dir, Max. Das machst du nicht nochmal mit mir. Was ist das denn hier? Das sieht aus wie mein alter Schlafsack. Na prima. Hä? Dann brauchst du auch nicht zu frieren. Ich nehme nämlich deine Decke. Na gut. Das gibt vielleicht ein kleines, verrücktes Abenteuer. Aufeinander verlassen? Nun hör schon auf, Mann. Hier steht man mit einem Fuß im Grab und dann fragst du sowas. Entschuldige, aber hör mal, erinnerst du dich? Der Löwe, von dem ich dir erzählt habe? Du meinst den, der auf dich wartet, wenn du aus der Schule kommst und den sonst niemand gesehen hat? Genau den. Noch ein Salzlakritz? Gern. Dieser Löwe liegt zu Hause in meinem Bett. Bist du denn total ausgetickt, Mann? Reicht es dir nicht, dass man schlechte Nerven hat? Muss ich mir das nun auch noch anhören, wo ich ohnehin aus dem letzten Loch pfeife? Und dann ausgerechnet von dir, wo du doch als Nummer 3 in meinem Testament stehst und die Aussicht hast, das gelbe Pillenglas zu erben. Entschuldige, Benny, aber das wollte ich. Ich glaube, du hast mir endgültig einen Knacks verpasst. Wo? Na
Man bekommt den Knacks nicht an einer bestimmten Stelle. Den Knacks kann man nicht sehen. Das ist nämlich etwas Jüfisches. Jüfisch? Du immer mit deinen Wörtern. Was ist das denn? Jüfisch. Also, das ist etwas, was man nur fühlen kann. Etwas, was in den Leuten vorgeht. Ganz tief drin, Max. Drin, wo die Seele sitzt. Und die Seele ist, wie du vielleicht weißt, ein kleiner, feiner Plastiksplitter, der mitten in deinem Gehirn sitzt. Ah. Und wenn sie erstmal einen Knacks hat, dann ist Sense. Dann hast du dein letztes Butterbrot gegessen. Schluss, Max. Ganz ehrlich? Nicht so laut, Max. Ganz ehrlich? Ich wollte deinen Splitter nicht zerbrechen, aber ich kann es einfach nicht mehr aushalten, dass ich der Einzige bin, der weiß, dass ein Löwe in meinem Bett liegt. Schluss jetzt, Max. Ich bin immer noch leicht erschüttert. Außerdem verstehe ich dich nicht. Dieses ganze Gefasel über diesen Löwen. Warum kannst du dir nicht einfach schlechte Nerven zulegen? So wie wir anderen. Oder vielleicht ab und zu einen kleinen Knacks im Splitter. Hast du eigentlich irgendwelche Schmerzen? Naja, ab und zu habe ich einen rauen Hals. Ich finde, das ist ein bisschen wenig. Na gut, bis später dann. Ich hole dich dann ab. Tschüss. Tschüss, Benny. Danach stapft Max heimwärts. Und unterwegs überlegt er, dass das Leben trotz allem nicht so leicht ist. Und dass es hart ist, älter zu werden. Andererseits ist es immerhin ein Fortschritt, dass er jetzt nicht mehr nach Hause rennen muss. Jetzt, wo Oskar, also ich, sich zu Hause im Bett breit macht, braucht er keine Angst mehr zu haben, wenn er aus der Schule kommt. Hallo, hier bin ich. Hallo, Mama? Ich bin zu Hause. Oh nein, Mama! Mama, bist du da? Mama, Mama, wo bist du? Ja, wer weiß. Vielleicht nage ich gerade an ihrem Bein oder lutsche an ihrem Splitter. Oskar, was hast du mit ihr gemacht? Mama! Die Küche überflutet. Ja, und der Kühlschrank weit aufgerissen. Ich habe den ganzen Vormittag nur sauber gemacht. Was? Nein, ich weiß nicht, ob eingebrochen worden ist, während ich in der Stadt war. Ja, aber jedenfalls ist es doch eine Frechheit. Nein, nicht Frechheit. Hunger. Einfach nur Hunger. Mhm. Ja. Die Erleichterung gleitet durch Max hindurch wie feinstes Sahneeis. Und er umarmt seine Mama. Lange bleibt er so stehen und schnuppert einfach nur an ihrem Bauch. Die Mama lächelt, während sie weiter telefoniert. Was? Was fehlt? Ja, 4 große Lammkoteletts und 1 großer Braten. Ja, einfach weg. Nee, etwas anderes ist nicht gestohlen worden. Nein. Nein, ich meine weder die Stereoanlage noch die Silberleuchter. Ja, so ein bisschen seltsam finde ich schon. Oskar, du solltest dich schämen. Wie es hier aussieht. Alles voller Essensreste. Und wo sind die Lammkoteletts? Da, auf der Heizung. Gleich sind sie aufgetaut. Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Meine Mama ist völlig außer sich. Ah, hallo Benny. Na, komm rein. Ich will Max abholen zum Austragen, wissen Sie? Das ist Benny, mein bester Freund. Leider ist er sehr krank. Mit seinen Nerven stimmt was nicht. Wir müssen jetzt die Kirchenzeitung austragen. Na dann, viel Vergnügen. Wenn du nur bleibst, wo du bist. Sag mal, das da draußen, ist das eurer? Was meinst du? Mal das Ding da draußen, mit diesen 4 Rädern. Ja, der gehört Benny. Ein Zwillingskinderwagen. Wir brauchen ihn, wenn wir die Zeitung austragen. Ich finde ihn toll. Da drin will ich liegen. Was willst du? Ich will zum Zeitungsaustragen mitkommen. Aber das geht doch nicht. Man kann immer, was man will. Aber, hey, was? Springt der einfach aus dem Fenster? Ich fass es nicht. Komm sofort aus dem Wagen! Sofort! Hey,
Warum wirfst du nicht einfach eine Decke über mich? Oskar, bitte! Ich bin sicher, dass der Wagen dich nicht aushält. Oh, so schwer bin ich nur auch nicht. Und außerdem habe ich zu wenig Platz für meine Beine. Warum werden die denn nicht ein bisschen länger gebaut? Weil sie zufällig nicht für Löwen gedacht sind. Und warum nicht? Bitte schön. Ach, hier bist du. Psst. Ruhig. Warum soll ich ruhig sein? Nein, nicht du. Ich meine, was ist los mit deinem Bein? Du humpelst ja. Es sitzt schief in der Hüfte. Der Arzt hat zu stark dran gezogen, als ich geboren wurde. Aber lass uns jetzt machen, dass wir fortkommen. Wir machen es wie immer. Du nimmst die Mietshäuser und ich die Einfamilienhäuser, weil ich da hinke. Penny, kannst du nicht einen Moment stehen bleiben? Schieberei ist so anstrengend. Ist dir klar, dass Zeit Geld ist? Nein, das habe ich nicht gewusst. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man umso ärmer wird, je mehr Zeit man für etwas braucht. Deshalb sind all diese Maschinen so wichtig. Ich glaube nicht, dass ich das verstehe. Das ist ganz einfach. Je weniger Zeit man hat, desto reicher ist man. Mein Papa zum Beispiel ist ziemlich reich, weißt du? Und er hat nie Zeit. Oh je. Was ist? Dagny, meine Schwester. Sie kommt da oben auf der anderen Straßenseite. Ja und? Komm, wir hauen ab, sonst läuft sie den ganzen Tag hinter uns Benny, her. Benny! Sie hat uns schon entdeckt. Benny! 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 Was ist denn jetzt los? Benny, ich muss mal ganz doll dringen. Na, dann geh doch ins Gebüsch oder lauf nach Hause. Ich will erst Mona Lisa. Ich will erst Mona Lisa. Mona Lisa? Das ist meine Puppe. Eine schwarze Puppe nennt die Mona Lisa. Dann gib mir doch die Puppe. Ich hab doch keine Ahnung, wo die steckt. Sie liegt im Kinderwagen. Dann nimm sie dir doch raus, du doofe Kuh. Niemals. Sag mal, was ist denn in dich gefahren, Mann? Nun gib Dagny schon ihre Puppe. Benny, ich muss dir was sagen. Dagny muss noch warten, bis sie ihre Mona Lisa bekommen kann. Ich will sie jetzt, ich will sie jetzt, ich will sie jetzt. Nein, warte, Benny. Ich mach mir gleich in die Hose. Benny, im Kinderwagen liegt etwas. Klar liegt etwas darin, im Kinderwagen. Sie hat es ja selber hineingelegt. Nicht das, nicht die Puppe, sondern der Löwe. Einen Moment lang sieht es so aus, als ob Benny zusammenbrechen würde. Dann setzt er sich auf den Bürgersteig und schlägt die Hände vors Gesicht. Ausgezeichnet. Wenn es denn unbedingt sein muss, dann soll es hier geschehen. Wenn ich Karneval nicht mehr erleben soll, dann möchte ich hier mein Leben aushauchen. Das, Max, war kein Knacks. Du hast Puderzucker aus meiner Seele gemacht. Nein, Benny, das wollte ich nicht. Wirklich nicht. Nein, Dagny, nicht. Nicht da rein. Eigentlich ein nettes Mädchen. Max, gehört er dir? Irgendwie schon. Hat der Mona Lisa gegessen? Moment! Hey, gib schon näher. Oskar, sei still. Bitte sehr, Dagny. Und jetzt geh nach Hause. Dankeschön. Max, es tut mir leid, aber du musst mit den Kirchenzeitungen alleine fertig werden. Ich bringe heute einfach nichts mehr. Die Zeitungen liegen unten bei der Kirche. Wir sehen uns. Vielleicht. Und da steht Max mit 400 Kirchenzeitungen und einem Löwen, also mir, in einem Kinderwagen. Und erst nach 3,5 Stunden kann er die letzte aus der Tüte ziehen. Es ist jetzt schon ganz schön dunkel geworden und ihm tut alles weh. Der Arme. Aber das Schlimmste steht ihm noch bevor. Leider. Na, was ist? Geht's bald weiter? Nur noch eine Zeitung. Das Problem ist, dass in dem Haus, wo ich die Zeitung abliefern soll, ein großer Hund wohnt. Gott, Papa, bewahre. Ist das so ein kleiner Teppichpisser? Nee. Der hier ist groß und schwarz und gierig. Mit anderen Worten, du hast Angst vor ihm. Ja, das kann man wohl sagen. Na gut,
Wenn die Not am größten, dann sollte die Hilfe am nächsten sein. Und schwupps springe ich über den Gartenzaun. Mitten hinein in den stockdunklen Garten und einen kleinen Spaß. Bist du da, Hund? Ich bin's nur, Max mit der Kirchenzeitung. Aber, Hundi, ich bin doch nur der mit der Kirchenzeitung. Und ich habe überhaupt keine Angst. Ja, gar keine Angst. Das hat er schon mal gehört irgendwo, dass er dem Hund keine Angst zeigen soll. Aber für einen Moment verspürt Max das dringende Bedürfnis, sich wie die kleine Dagny in die Hosen zu machen. Aber dann entdeckt er den großen, trägen Oskar, also mich, der den Gartenweg entlang stolziert kommt und sich hinter dem Hundevieh hinsetzt. Dass sie immer so stinken müssen. Dummerweise hat der Hund mich noch nicht gesehen. Dummerweise für ihn, meine ich. Naja, um es kurz zu machen. Ich tippe ihm mit einer Kralle in den Rücken. Ganz sanft. Wütend fährt er herum und starrt mich an. Plötzlich wird es ganz still. Alle Haare auf des Köters Rücken sträuben sich und wie ein Kugelblitz verschwindet er im nächsten Busch, wo er wie ein gedopter Dachs anfängt, sich ein tiefes Loch zu graben. Und deshalb ist er auch nirgendwo zu sehen, als Max auf meinem Rücken aus dem Garten reitet. 20 Minuten später steht Max auf dem Marktplatz an der Würstchenbude. Hinter ihm der Zwillingswagen. Na, Max, das Übliche? Ja, eine Knackwurst mit Senf. Kommt sofort. Und der da im Kinderwagen, kriegt der auch was? Ja, er mit 25 Grillwürstchen, ohne Zwiebeln. So, die Halskrause ist auch endlich fertig. Jetzt fehlt bloß noch die Glatze. Schau mal, Max. Die habe ich heute in einem Spielzeugladen gekauft. Und was sagst du? Die ist schön. Eine richtige Glatze. Die Haare an den Seiten sehen richtig echt aus. Ja. Nein, ich höre nichts. Doch, da flötet doch jemand. Psst, Moment. Ich kann nichts hören. Also ich bin ganz sicher, da hat doch jemand geflötet. Ganz sicher. Ist doch sonst keiner da, Mama. Ja, war wohl nur Einbildung. Naja, jetzt probier doch mal das ganze Kostüm an, Max. Ach, du siehst richtig toll aus, finde ich. Ah, super, genau wie Galileo Galilei. Wirklich beeindruckend, Max. Aber jetzt zieh es wieder aus, ja? Sonst machst du es noch vor Karneval kaputt. Darf ich es nicht anbehalten? Nur noch 5 Minuten, bitte. Na gut. Aber es ist auch gleich Zeit fürs Bett, Max. Es ist fast 9:30. Hey, Oskar, schau! Oh, schläfst du schon? Klar, ich träume. Hä? Wie kann man denn schlafen und träumen? Und gleichzeitig reden. Ich träume von einem kleinen Mann ohne Haare auf dem Kopf. Er geht viele Treppen hoch, rund und rund, höher und höher. Es ist nachmittags. Das Licht ist gelb und warm. Die Treppe ist aus Stein und die Steine sind fleckig wie Landkarten. Schließlich erreicht der kleine Mann ein großes, rundes Zimmer. Überall im Kreis gibt es Fenster und die Aussicht ist wunderschön. Alle Häuser sind gelb, rot und ocker. Durch die schöne Stadt fließt ein breiter Fluss. Er ist blank
und grau. Und das Einzige, was man hört, sind das Gluckern der Wellen und eine Kirchenglocke in einiger Entfernung. Der Mann steht an einem Tisch und trinkt ein Glas Wein. Jetzt geht er an ein Fernrohr. Auf dem Tisch liegen haufenweise Papierrollen und ein paar Bleistifte. Außerdem noch ein paar Käserinden und blaue Trauben. Plötzlich geht der Mann zu einem der Fenster, lehnt sich hinaus, denn er kann von oben aus dem schiefen Kirchturm Musik hören. Genau wie die, die im Wohnzimmer lief, wo ich nicht hin darf. Und warum darf ich das nicht? Was? Ich gehe als Galilei. Wohin? Ha, ha. Gott, sowas habe ich noch nie gesehen. Was in aller Welt ist das für ein kleiner Gauner? Ich habe doch gesagt, dass ich als Galilei gehe. Ja, was hast du denn da für eine Serviette um den Hals? Das ist keine Serviette, das ist eine italienische Halskrause. Bald ist nämlich Karneval und ich gebe ein Fest und alle aus meiner Klasse kommen und alle sind verkleidet. Warum das denn? Das ist eben so und es ist wirklich sehr lustig. Ja, ja. Und am Ende schlagen wir die Katze von der Tonne. Ihr schlagt die Katze von der Tonne? Ja, so heißt das. Ein ganz alter Brauch. Aber das tut der armen Katze doch weh. Ach, Oskar, das ist natürlich keine richtige Katze. Die ist nur aus Papier. Aha, und das soll Spaß machen? Klar, und außerdem gibt's natürlich Limonade und Kuchen und Karnevalskrapfen. So, so. Du, oh, Max, ich glaube, ich möchte auch zu so einem Karnevalsfest gehen. Aber das geht doch nicht, Oskar. Das musst du doch einsehen. Das ist völlig unmöglich. Warum ist das unmöglich? Das erzähl mir jetzt mal. Warum? Ja, darum. Weil das Fest ist nur für Kinder. Und du bist ein Löwe. Das musst du doch einsehen. Und alle sind verkleidet du, und... Max, sag mal, was gibt's denn noch außer Kuchen? Es gibt Krapfen mit Rosinen. Echt? Max, jetzt wird's aber wirklich Zeit fürs Bett. Soll ich dir bei dem Kostüm helfen? Nein, schon gut. Ich bring's dir sofort. Es ist eine sternenklare Nacht. Und die Milchstraße ist wie Puderzucker da oben verteilt. Und hier unten stiehlt sich ein kleiner, dunkler Schatten namens Max aus einem grünen Schlafsack und fängt auf dem Boden einen kleinen, blassblauen Mondstrahl ein. Da draußen steht die Zeit ganz still. Deshalb haben es die Sterne nie eilig. Die leuchten nur. Hier aus, hier ein und flüstern miteinander. Was treibst du da, Max? Ich sehe mir die Sterne an. Das ist ein Sternenglobus, weißt du? Ich hab so Hunger. Hast du doch immer. Ja, die Sterne. Sehr schön. So etwas kann einem Löwen schon Heimweh einflößen. Ich kann Papas langes Fernrohr holen. Dann können wir vielleicht auf die Terrasse gehen und uns die Sterne ansehen. Wäre das eine Idee, Oskar? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Und unterwegs könnte der kleine Galilei vielleicht auch den großen weißen Schrank in der Küche finden, den mit dem Fleisch drin. Kann man damit vielleicht bis nach Afrika sehen? Max, lecker das Hühnchen. Nein! Aber du kannst den großen Bären sehen und das Siebengestirn. Na, jetzt hör mir mal gut zu, Max. Denn unten bei uns in der Savanne, da können wir die Sterne auch sehen. Und das sind Sterne, die du hier oben niemals entdecken kannst. Egal, wie lang dein Fernrohr ist. Das Kreuz des Südens,
den Steinbock, den Landmann. Meinst du vielleicht den Wassermann? Genau, sag ich doch, den Wassermann, ja. Aber das sind Kleinigkeiten, verstehst du? Denn wenn wir da liegen, der ganze Verein unter dem Baobabbaum und Afrika ganz still ist, dann können wir viel mehr sehen als diese kleinen Zeichnungen auf deinem Globus da. Viel mehr, als du vielleicht verstehen kannst, Max. Aber vielleicht verstehst du es eines Tages. Man kann ja nie wissen. Das ganz große eben. Das ganz große, Oskar? Was ist das? Das ganz große. Ich meine, was plötzlich da ist, Max. Das, was Löwen dazu bringt, ihre Mähne zu schütteln und viele tausend Meilen zu gehen, quer durch Afrika und quer über das ganze Himmelsgewölbe. Genau das, was kleine Jungen hier im Norden dazu bringt, Löwen zu sehen, wenn sie aus der Schule kommen. Das ist ja toll. Lange sitzen wir beide da, eng beieinander und starren in den schwarzen Nachthimmel hinauf. Und auf einmal... Hast du das gesehen? Ja, sicher. Eine Sternschnuppe. Das heißt, dass wieder ein Löwe unterwegs ist. Und es bedeutet, dass du dir etwas wünschen kannst, Max. Wir beide, Oskar. Für immer. Genau, Max. Genau, alter Junge. Oh Mann, Max, weißt du was? Schau mich doch mal an. Ich bin doch schon verkleidet, oder? Ja, genau. Ja, toll, Benny. Weißer Kittel, ernster Blick. Du gehst bestimmt als Arzt, hä? Nein, natürlich nicht. Ich bin ein Psychologe. Ach so, ja, prima. Ich mach schon auf. Ah, hallo Beatrice. Hallo? Ich denke, verdutzt ist der richtige Ausdruck. Ja, doch. Ich meine, für das Gesicht, das sie macht, als sie Oskar, also mich, sieht. Ich stehe hinter einem Mädchen im Lammkostüm und trage eine hellrote Schleife um den Hals und einen Strauß Blumen in der rechten Vorderpfote. Das ist Oskar, Mama. Den kenne ich von meinem Schulweg, weißt du? Habe ich euch doch erzählt. Ach ja, 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 Oskar. Bitte sehr, Frau Max, Mama. Die habe ich selbst gepflückt. Ja, aber... Ja, tausend Dank. Sogar mit Wurzeln dran. Ja, ist ja immer schön, sowas Grünes in dieser Jahreszeit. Ja, die standen halt da hinten. Ja, wen haben wir denn da? Ein Lämmchen, guck mal. Beatrice, richtig? Ja, ein Lamm. Da wird man ja vor Bewunderung ganz lahm. Kapitaler Witz, das mit dem Lamm. Was? Lahm vor Bewunderung. Bist bestimmt ein super Typ, Max Papa. Wer? Komm, wir gehen feiern, Oskar, komm. Ja, jetzt schlagen wir zu, Jungs. Es gibt Kuchen und Krapfen für alle. Tja. Mann, diese Krapfen, wirklich lecker. Naja, vielleicht habe ich mehr als mir Zustand verspeist. Kommt vor sowas. Aber mein Trick, mit gekrümmter Kralle die Kronenkorken von den Limonadenflaschen zu schnippen, ist sehr gut angekommen. Glaube ich jedenfalls. Sag mal, Max, wie hast du denn diesen Menschen bloß kennengelernt? Naja, du weißt schon. Nein, weiß ich nicht, Max. Weiß ich wirklich nicht. So, und jetzt aufgepasst, Kinder. Ja, jetzt schlagen wir die Katze von der Tonne. Ja, aber das spielen wir doch nur, oder? Und da sitzt doch keine richtige Katze drin. Na, bei Gott, nein. Natürlich nicht. Also, Kinder,
Wer die Katze von der Tonne klopft, der wird Katzenkönig. Ja! Und der zweite seine Königin. Ich werd König. Wetten? Hurra, Beatrice ist Katzenkönig! Und was bin ich, Max? Du bist Katzenkönigin. Das ist doch Betrug, Mann. Das Lamm konnte die Keule doch kaum halten. Ich bin König Max. Her mit der großen Krone, Max Papa. Ich bin der König. Oskar, ich muss sagen, dein Kostüm, also wirklich, das ist sehr gut gemacht. Findest du? Ja, ich habe Max' Kostüm ja auch selber genäht. Er geht als Galilei, wenn du weißt, wer das ist. Na klar, das weiß ich sehr gut. Ach, Oskar, dreh dich doch mal bitte kurz rum, ja? Umdrehen? Ja, los. Wo ist denn der Reißverschluss? Reißverschluss? Ja, oder die Knöpfe. Es gibt keine Knöpfe, Max Mama. Ja, aber wie bist du dann in das Kostüm hereingekommen? Hör auf, das ist kitzelt. Naja, aber die müssen doch hier irgendwo sein. Das hör doch bitte auf. Vielleicht solltest du langsam mal nach Hause gehen, Oskar. Nach Hause, Max? Ja, nach Hause. Ja, kann gut sein, dass es soweit ist. Wir sehen uns, nicht wahr, Oskar? Doch, ja, wir sehen uns, Max. Ganz bestimmt. Viel später sitzt Max in seinem Zimmer. Allein. Als wäre Oskar, also ich, niemals da gewesen. Trotzdem wirft er noch einen Blick in den Schrank. Man kann ja nie wissen. Nicht wahr? Aber nein. Dann schaut Max aus dem Fenster. Es ist eine sternenklare Nacht. Sehr schön. Er nimmt Papas Fernrohr und schaut hindurch und sofort rücken die Sterne näher und näher. Lange sitzt er da und saugt den Weltraum in sich auf, als er plötzlich Oskar erblickt. Den stolzen Löwen. Den stolzen Löwen, der dort draußen, wo Himmel und Erde zusammenstoßen, so sicher entlang geht. Der Wind packt seine staubige Mähne, aber Oskar geht mit hoch erhobenem Kopf in die große Savanne, wo er sich zu den anderen Löwen unter den Baum legt. Wir beide, Oskar, wir beide. Für immer. Das war Wir beide, Oskar, für immer von Bjarne Reuter, Deutsch von Gabriele Häfs. Es spielten Max von der Gröben, Hans-Martin Stier, Davide Brizzi, Beate Bohr, Volker Risch, Luca Langen, Agnes Pollner und Luisa Bold. Ton und Technik Olaf Dettinger, Regieassistenz Katrin Linden. Musik Andreas Schäfer und Roland Platz. Hörspielbearbeitung und Regie Klaus Prangenberg.